Hallo, ich bin Heint hier auf der Garten München. Ich bin am Stand von unserem Spargelverband Schrobenhausen. Ist total lustig hier, total nette Leute habe ich hier kennengelernt und ich bin Heint da. Und am Sonntag bin ich auch nochmal da, also wenn mir irgendjemand zeigen möchte, dann kommt es am Sonntag vorbei, bin ich auch wieder am gleichen Stand. Und vergesst es nicht, am 5. April ist die Saisoneröffnung auf dem Viktualienmarkt in Minga und mich würde es freuen, wenn ich früh sehen darf. Und hier kann man sich auch anschauen, wie das funktioniert mit dem Spargelstechen, Spargelbiefern. Seit über 100 Jahren gibt es schon den Schrobenhausener Spargel. Ich habe das jetzt nicht mehr ganz miterlebt. Ich bin ja erst 20. Und hier kann man auch sehen, wie man unseren Schrobenhausener Spargel sticht. Hier sieht man zum Beispiel, dass er, wenn er so weit ist, schon an der höchsten Zeit ist, dass er raus muss. Hier sind wir eher nur dabei, dass wir ihn suchen müssen. Und genau, da ist unser Werkzeug, unser Stechmesser, unsere Glättkelle. Und hier haben wir da vorne nur die Pflanze. Die haben wir am Samstag ausgeräumt und wie man sieht, treibt unser Spargel schon. Ich schätze mal, dass es in so 4 Wochen losgehen wird. Und mit Start im Hofkeller. Also bayerische Produkte. Wird er diesen besonderen Reiz, wo die Leute sagen, jetzt bist du Spargel. Das ist sowieso schon durch den Überseespargel und so weiter verliert er schon. Ja, aber der Einmische, wenn das aufgibt, dann verliert er diesen Kick. Ja. Dann wird er Wir müssen eh wieder dazu kommen, dass wir unseren Nachwuchs klar machen, dass es Saisonfrüchte gibt. Tagtäglich rund um die Uhr Himbeeren, Blaubeeren und das alles zu haben, ist falsch. Aber da ist schon ein Trend da. Ich merke schon, ein Teil der Bevölkerung nimmt jetzt wahr und sagt, das ist regionaler Ding. Also sehr viel kriegen wir Zustimmung mit unserer Meinung. Und es gibt ja welche, gut, die wollen halt das unbedingt dann, aber das kann man nie. So ist es. Also auf eine gute Spargelzeit. Zum Wohl.